Showdown in Istanbul. Der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan hat seinen Warnungen Taten folgen und den Gezi-Park räumen lassen. Der Park ist zum Symbol geworden, als Ort des Widerstands gegen die Politik des islamisch-konservativen Regierungschefs. Die Sicherheitskräfte gehen mit äußerster Härte gegen die Demonstranten vor. Wasserkanonen und Tränengasgranaten kommen zum Einsatz. Viele Menschen werden verletzt. Zunächst vertreiben die Anti-Aufruhr-Einheiten Protestierende vom nahen Taksim-Platz. Dann nehmen sie sich die Besetzer vom Gezi-Park vor. Die wollen sich aber vom harten Vorgehen der Staatsgewalt nicht einschüchtern lassen. Im Gegenteil. Wir wollen hier bleiben und den Protest fortsetzen. Immerhin waren im Gezi-Park neben den Demonstranten auch Frauen und Kinder. Der Gouverneur spricht von Randgruppen, aber das ist eine Lüge, denn dort waren Tausende, vor allem Familien mit Kindern. Es gibt kein Zurück mehr. Was hier passiert, geht über die Verteidigung von Taksim-Platz und Gezi-Park hinaus. Es geht um die Freiheit in der Türkei. Und junge Leute zwischen 18 und 30 stehen an vorderster Front. Es geht um mehr Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Wir stehen aufrecht gegen den Faschismus. Wenige Stunden vor dem Polizeieinsatz hatte Erdogan bei einem Auftritt vor Anhängern in Ankara die Demonstranten ultimativ aufgefordert, bis Sonntag abzuziehen. Doch viele Türken dürften sich durch das harte Vorgehen der Sicherheitskräfte in ihrem Widerstand bestärkt sehen.